Hallo, lieber Widder. Ich bin Emanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater, und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats hast du Merkur Quadrat Saturn. An diesen Tagen können Verzögerung und Unterbrechungen leicht entstehen. Man darf sich nicht zu sehr unter Druck setzen, anstattdessen sollte man die Dinge ihren freien Lauf lassen. Im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation können Hindernisse oder Missverständnisse entstehen. Am 3. läuft Merkur direkt in Waage. Es stellt sich die Frage, mein lieber Widder, wie viel Freiraum man sich gegenüber anderen herausnehmen darf. Wenn man in einer Situation benachteiligt ist, dann wird man Hilfe und Unterstützung vom Chef, Kollegen oder erfahrenen Personen bekommen. Zwischen 12. und 13. bilden Jupiter und Pluto eine mächtige Konjunktion miteinander, und das heißt, man sollte sich eine Übersicht darüber machen, wie man bestimmte Visionen, Inhalte und Aufgaben realistisch einsetzen möchte. Dafür müsste man am besten offen und ehrlich mit anderen Menschen sprechen. Diese Konstellation verspricht Erfolg bei Geldgeschäften und dem Abschluss von Verträgen. Möglicherweise muss man sich bald mit den Themen Versicherung und Steuer beschäftigen. Das kann locker geschehen mit dieser Konstellation. Am 14. läuft Mars, dein Herrscherplanet, direkt in deinem Zeichen. Bis Anfang nächsten Jahres wirst du eine berufliche Veränderung durchsetzen können, die viel Mut und eigenständiges Engagement von dir verlangt. Einiges, was dir vor November besonders schwer gefallen ist, wird sich schrittweise vereinfachen und beschleunigen. Zwischen 17. und 20. hast du Merkur Opposition Uranus. Es kann dir schwer fallen, deine Gedanken zu ordnen und eine Richtung zu nehmen. Das heißt, eine Entscheidung zu treffen, kann etwas schwierig sein in dieser Zeit. Bei Gesprächen und Diskussionen wird man seine Einzigartigkeit und Individualität betonen. Viele Widder sind geistig oder räumlich viel unterwegs in dieser Zeit. Zwischen 15. und 19. des Monats haben wir Venus Quadrat Saturn. Die Beziehungen zu einem Menschen können erschwert werden. Du selbst oder jemand anderes kann sich komplett zurückziehen. Positiv betrachtet, wird man von anderen gelobt oder man wird eine Sache erledigen, die einem Sicherheit gibt. Am 21. haben wir Venus in Skorpion. Bis Mitte Dezember können emotionale Turbulenzen, Enttäuschungen und Intrigen im Zusammenhang mit nahestehenden Personen entstehen. Wirtschaftlich gesehen ist diese Venusstellung besonders günstig, wenn man sich mit den richtigen Menschen umgibt. Das Thema Steuer, Geld, Erbe, alle diese Themen können wichtig für dich sein. Zwischen 22. und 28. des Monats haben wir Venus-Opposition Uranus. Neues in der Liebe ist zu erwarten. Eine Beziehung kann sich intensivieren und vertiefen. Am 29. läuft Neptun direkt in Fische. Eine Reise kann sich bis Juni 2021 ergeben. Themen wie Spiritualität, Medizin und Heilung werden besonders wichtig sein. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 29. und 30. des Monats Merkur, Sextil Jupiter und Saturn. Du könntest wichtige Post erhalten oder eine Sache klären, die dich seit langer Zeit beschäftigt. Lieber Widder, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Vorausschau für November 2020. Falls du eine persönliche Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne diese bei mir jederzeit bestellen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im November 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.